Der Zyklon Idai hat in Afrika eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Nach dem verheerenden Sturm und dramatischen Überschwemmungen stehen Hunderttausende Menschen vor dem Nichts. Die Überflutungen, die dem Zyklon vorausgingen, schlugen hier direkt vor der Erntezeit ein. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Situation, wo extrem vielen Menschen die Lebensgrundlage genommen wurde. Some of them have lost everything. Their relatives, you know, and their houses. Wir haben Menschen gesehen, die wirklich umgeben waren von Wasser. Und man sieht, dass die Felder völlig zerstört sind. Die Menschen haben keine Grundlage mehr, sich zu ernähren. In weiten Teilen ist die Lage wirklich, wirklich schlimm. Wenn man mit den Menschen hier in der Umgebung spricht, dann ist eigentlich einheitlich das, was alle sagen, Essen. Wir brauchen jetzt Essen. Man kann auch bei dieser Krise sehr klar sagen, dass es wieder mal die trifft, denen es eh am schlechtesten ging. Während einige Teile schon wieder aufgebaut sind, sind andere noch so wie am ersten Tag nach dem Zyklon. So what really strikes me about people here is the courage to go on. They have hope. Aktion Deutschland hilft ist das starke Bündnis deutscher Hilfsorganisationen. Aktion Deutschland hilft. Gemeinsam schneller helfen.